Hallo, mein Name ist Jöran Moos-Meerholz und ich möchte mit dem Irrglauben aufräumen, das hier sei ein Mobiltelefon. In meiner Argumentation werde ich mich auf einen Physiker und Science-Fiction-Autoren, auf ein Schweizer Taschenmesser, auf Harry Potter und auf Mary Poppins beziehen. Das hier ist Arthur C. Clarke, Physiker und Science-Fiction-Autor. Auf Clarks Werken beruht zum Beispiel die Geschichte des Films 2001 Odyssee im Weltraum. Von Clarke stammt das folgende Zitat. Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Arthur Clarke hat diese Aussage schon 1973 gemacht und ich möchte sie heute auf die fortschrittliche Technologie namens Smartphone anwenden. Begriffe wie Handy oder Mobiltelefon oder Smartphone, also schlaues Telefon, sind eine grobe Verniedlichung für Geräte wie dieses. Ein solches Smartphone ist tatsächlich ein vernetzter und mächtiger Computer, mit dem man zufällig auch telefonieren kann. Übrigens, für die meisten Menschen, die ihr Smartphone intensiv und extensiv nutzen, gehört das Telefonieren gar nicht zu den wichtigsten Funktionen. Es lohnt sich, einen genaueren Blick auf diese Geräte zu werfen, für die wir nicht zufällig keinen passenderen Namen haben. Ja, Smartphones sind auch Telefone, aber sie sind gleichzeitig 999 andere Dinge. Wer ein solches Gerät bei sich trägt, verfügt beispielsweise über Folgendes. Eine Enzyklopädie, eine Fotokamera und eine Videokamera, ein Arbeitsblatt, ein Vokabeltrainer, ein Bestimmungsbuch, ein Audiorekorder, eine Zettelablage, eine Spielekonsole, eine Videothek, ein Sexshop, ein Reisebüro, ein Schrittmesser, eine Uhr und ein Wecker, ein Radio und ein Fernseher, eine Selbsthilfegruppe, ein Fotoalbum, ein Taschenrechner, ein Kompass, eine Sternkarte, ein Navi, ein Musikabspielgerät und eine riesige Plattensammlung, eine Zeitung, ein Wettbüro, eine Bücherei und noch unzählige andere Werkzeuge mehr. Vor diesem Hintergrund erinnert das Gerät an ein Schweizer Taschenmesser mit 1000 Funktionen. Als wäre das noch nicht beeindruckend genug, lässt sich jede dieser Funktionen ganz unterschiedlich anwenden, wie beim Taschenmesser. Mit dessen scharfer Klinge kann man ja auch sowohl einen Apfel schälen, wie auch eine andere Person verletzen. Und mit der Fotokamera eines Smartphones lässt sich genauso gut ein Tafelbild wie eine Umkleidesituation fotografieren. Als wäre das noch nicht komplex genug, das Smartphone ist nicht nur ein Werkzeug, wie es irrtümlich häufig behauptet wird. Es ist auch nicht nur Zugang zu Informationsquellen, obwohl alleine ja diese Funktion mit unüberschaubar vielen Themen, Inhalten, Sprachen, Interessen und Macharten für sich schon unglaublich ist. Stellen Sie sich einmal vor, Sie müssten einem zeitreisenden Menschen aus dem Jahr 1980 erklären, wie viele Informationen Ihnen über dieses kleine Gerät zugänglich sind. Mindestens genauso wichtig ist der folgende Punkt. Dieses Gerät ist gleichzeitig die Plattform, der Ausgangspunkt für Kommunikation und Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Unabhängig davon, ob diese Menschen im selben Raum oder am anderen Ende der Welt sind. Und auch hier gilt, der Verwendungszweck ist damit keineswegs eingeschränkt. Mittels einer Messenger-Gruppe kann man ja genauso gemeinsame Weltrettungsprojekte wie auch Hetze gegen andere Menschen organisieren. Dieses unscheinbare Gerät ermöglicht Menschen Zugang zur Zusammenarbeit mit anderen Menschen, Zugang zum Wissen der Welt, Zugang zu 999 Werkzeugen und telefonieren können sie damit auch noch. Das Smartphone ist, wie es die Vordenkerin Lisa Rosa genannt hat, ein Kulturzugangsgerät. Schaut man sich jetzt diese Fülle von Möglichkeiten an, die mit einem Smartphone verbunden sind, so ist es kein Wunder, dass so viel Wirbel um das kleine Gerät entstanden ist, von dem man auf dem ersten Blick nicht einmal sehen kann, ob eine Person es bei sich trägt oder nicht. Das gilt ganz besonders für diejenigen Einrichtungen, die wir gesellschaftlich als die vielleicht wichtigste Kulturzugangsinstitution definiert haben, die Schulen. Hier sorgen diese kleinen mit der Welt vernetzten Computer für besonders viel Unruhe. Um einen differenzierteren Blick auf die Sache zu gewinnen, hat mir eine Metapher geholfen, die das Smartphone noch besser charakterisiert als die vom Schweizer Taschenmesser.
Diese Metapher stammt aus dem Buch bzw. dem Film Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Darin besitzt die Protagonistin Hermine Granger eine Handtasche mit einem unaufspürbaren Ausdehnungszauber. Die Website Harry Potter Wiki, die von Fans kollaborativ erstellt wird, beschreibt dieses Täschchen wie folgt. Obwohl es aussieht, als könnte es nur so etwas wie ein Lippenstift und ein Taschentuch fassen, enthält es dank eines unaufspürbaren Ausdehnungszaubers die Rucksäcke von Harry und Ron, Harrys Tarnumhang, Kleidung für alle drei, ihre Schlafsäcke, ihre Zeltausrüstung, sämtliche Bücher, die Hermine für ihre Reise nützlich fand, eine magische Reiseapotheke, den geklauten Vorrat des Vielsafttranks von Mad-Eye Moody und im Laufe der Reise kommen noch so sperrige Dinge hinzu wie das Porträt von Phineas Nigelis Black, das im Grimmelplatz Nummer 12 hing. Von außen ist dem Handtäschchen nichts Verdächtiges anzusehen und auch gewichtsmäßig scheint sich der hineingepackte Inhalt nicht bemerkbar zu machen. Hermine kann ihr wertvolles Täschchen auch gelegentlich im Strumpf verstecken, ohne dass es auffällt. Ein Smartphone teilt die allermeisten Eigenschaften mit Hermines Handtasche. Es ist klein, leicht, übersehbar und immer dabei. Darin verbergen sich unendlich viele Inhalte, Werkzeuge und Möglichkeiten. Wie und wozu man es einsetzt, hängt immer von der jeweiligen Situation ab. Allgemein lässt sich über Handtasche bzw. Smartphone nicht viel sagen. Interessant wird es erst, wenn es konkret wird. Wenn also etwas aus dieser Handtasche herausgeholt und genutzt wird. Und auch dann wird man hauptsächlich über die eine von unzähligen Möglichkeiten sprechen, für die man das Smartphone nutzt und das Gerät drumherum vernachlässigen. Dieser Vergleich mit einem magischen Gegenstand erklärt, warum uns das Smartphone so stark beschäftigt. Es ist, gemessen an den Maßstäben des 20. Jahrhunderts, Zauberei. Das war's ja, was Arthur C. Clarke schon vor einem halben Jahrhundert festgestellt hat. Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Es ist geschichtlich ohne Vergleich, dass so viele Inhalte, so viele mächtige Werkzeuge und weltweite Vernetzung nicht nur existieren, sondern auch für uns verfügbar sind, grundsätzlich immer und überall. Hinzu kommt, dass alles auf einen Schlag verfügbar ist, revolutionär, plötzlich, über Nacht, von 0 auf 100, ach was, auf 1000. Wenn Menschen sonst mit Neuem umzugehen lernen, so geschieht das in der Regel nach und nach, abgestuft, manchmal abgebremst. Hier haben wir jetzt alles auf einmal. Außerdem gibt es normalerweise Erfahrungen und Vorbilder, an denen wir uns orientieren können. Das geht zum Beispiel so, dass in Schulen erfahrene Erwachsene ihr Wissen an die nächste Generation weitergeben. All das ist jetzt anders. Deswegen ist es kein Wunder, dass wir als Gesellschaft, als Schule und als Individuen erst einmal herausfinden müssen, wie wir mit diesem magischen Gegenstand Smartphone umgehen. Wir alle sind Lernende, ausgestattet mit mächtiger magischer Unterstützung. Schon mehr als 10 Jahre vor Arthur C. Clarks Zitat hatte übrigens bereits 1964 eine zauberhafte Frau eine ähnliche magische Handtasche, Mary Poppins. Damals waren es die Kinder, die mit offenem Mund staunten. Heute sind es bisweilen eher wir Erwachsenen, die sprachlos daneben stehen und uns wundern, was die Jugend dort an Magie hervorholt.